Liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst ja, mit den Kindheitserinnerungen ist das so eine Sache. Eine meiner Kindheitserinnerungen ist die an Helmut Kohl. Der war gefühlt immer schon und ewig Kanzler. Und am Ende war da nur noch Mehltau. Und ähnlich fühlt sich's wahrscheinlich für diejenigen unter euch an, die hier in Berlin geboren sind. Gab es hier in unserer Erinnerung, abgesehen von einem kurzen schwarz-roten Intermezzo, jemals eine Zeit, in der die SPD nicht im Roten Rathaus saß? Wenn aber eine Kraft zu lang regiert, und zwar egal, ob gut oder schlecht, dann ist sie erschöpft. Das gilt für den Bund genauso wie fürs Land Berlin. Dann fehlen die Entwürfe, die Ideen, die Inhalte, die Erneuerung. Und dabei steht dieses Land, steht unser Land insgesamt vor großen Herausforderungen. Aber es beginnt eine neue Zeit. Und das wird unsere Zeit sein. Unsere Zeit mit einer grünen Kanzlerkandidatin Annalena, mit einer grünen regierenden Bürgermeisterin, mit Frauen ganz oben. Und diese neue Zeit braucht neue Lösungen. Denn vieles von dem, was bisher war, funktioniert nicht mehr. Das sehen wir doch alle, das spüren wir alle. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wenn man zu spät eingreift, gerät die Krise außer Kontrolle. Das ist beim Klimawandel nicht anders. Und da ist es einfach irgendwann zu spät, den Hebel umzulegen. Das muss jetzt passieren. Ich habe mir angeschaut, was Anne Hidalgo in Paris begonnen hat. Und ich habe mir zeigen lassen, wie Kopenhagen sein Ziel vorantreibt, klimaneutral bis 2035. Und von Kopenhagen kann man vieles lernen. Eins, was ich gelernt habe, Zielzahlen sind nicht das Entscheidende. Wirklich entscheidend ist, dass alle Behörden, alle Ebenen sich diesem Ziel verschreiben und konkrete, greifbare und nachweisbare Maßnahmen beschließen. Und deshalb machen wir Klimaschutz zur Chefinnensache und wir führen ein Klimabudget ein. Damit nämlich wirklich alle Berliner Senatsressorts, alle Verwaltungsebenen und Behörden aktiv Klimaschutz betreiben und CO2-Emissionen einsparen müssen, weil jede Behörde dann nur noch eine ganz bestimmte Menge CO2 verbrauchen kann. Das ist radikal, aber es ist vernünftig. Denn nur radikaler Klimaschutz ist vernünftig, liebe Freundinnen und Freunde. Und kleiner Sidekick. CDU und FDP haben den Mietendeckel zum ideologischen Irrweg erklärt, weil Politik den Marktpreis regulieren wollte. Es ist aber keineswegs revolutionärer Sozialismus, wenn Politik fürs Gemeinwohl auch über die Preisregulierung geht. Nein, das ist Marktwirtschaft. Und die EU tut nichts anderes, wenn sie den CO2-Preis höher macht, so wie sie es gerade eben diese Woche getan hat. Und diesen Preis werden wir in Berlin nutzen, um schneller klimaneutral zu werden, damit die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht, statt Privatinitiativen hinterher zu hinken. Damit es Solarpaneele nicht nur auf den Dächern von Wohnhäusern gibt, sondern auf allen Rathäusern und Bürgerämtern und natürlich auf allen neuen Schulen, die wir bauen werden. Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück. Und deshalb ist die Verkehrswende so zentral. Sie ist gut fürs Klima, aber sie ist auch gut für eine menschengerechte Stadt. Wenn wir Parkplätze zu Parks machen, dann haben viel mehr Menschen das Stadtgrün direkt vor ihrer Haustür. Wenn wir Radwege im Pop-up-Tempo bauen, wenn Radfahrerinnen nicht mehr den Fahrtwind der LKWs voll Angst im Nacken spüren müssen, dann werden auch mehr Menschen Radfahren, weil es schnell geht, weil es bequem ist und weil es Spaß macht.
Wenn wir autofreie Kieze schaffen, dann haben Kinder einen sicheren Platz zum Spielen. Und wenn wir fußgängergerechte Kreuzungen und längere Ampelphasen planen, dann fühlen sich auch Seniorinnen sicherer. Aber dafür müssen wir die Stadt verändern. Und zwar nicht, indem wir bei den Autos einfach den Motor auswechseln, die Stadt mit 20.000 Ladesäulen bestücken und ansonsten alles beim Alten lassen, wie es die SPD will. Dann nämlich hat man die autogerechte Stadt gerettet, aber nicht die Zukunft. Und wir gestalten Zukunft, statt die Fehler der Vergangenheit immer weiter fortzuschreiben. Und deshalb bauen wir die A100 nicht weiter. Und weil wir verdammt nochmal radikal vernünftig sind, überlegen wir jetzt schon, wie wir den 16. Bauabschnitt sinnvoll beenden können, ohne dass nämlich ein Riesenstauchaos am Treptower Park entsteht. Ich wolle die A100 abspecken. Abspecken, hat die Berliner Zeitung geschrieben. Ja, lasst uns die A100 abspecken. Die Bundesmittel aus dem Verkehrswegeplan können nämlich genauso gut für Rückbau eingesetzt werden, übrigens heute schon. Und wenn nach der Bundestagswahl dann auch die CDU-CSU abgespeckt hat und der Verkehrsminister nicht mehr Andi Scheuer heißt, dann klappt das auch. Aber liebe Freundinnen und Freunde, eine Stadt für Menschen kann man nicht gegen die betroffenen Menschen bauen. Wir nehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse ernst, weil wir Politik für die ganze Stadt machen. Und das kann auch mal heißen, eine Straße zu bauen, wenn es verkehrlich nötig ist. Und deshalb stehe ich dazu, dass es eine TVO von Marzahn nach Köpenick braucht, weil wir nämlich die Bewohnerinnen von Biesdorf, Karlshorst und Köpenick, die seit Jahrzehnten unter dem Durchgangsverkehr leiden, nicht noch länger vertrösten. Aber eins ist klar. Weniger Verkehr und Stau gibt es am Ende nur mit weniger Autos. Und deshalb braucht es neben der Straße eine Schienentrasse. Die Pläne für die Nahverkehrstangente Ost, die packen wir nach der Wahl sofort aus und treiben sie mit Feuereifer voran. Das kann ich euch versprechen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Berliner Mietendeckel ist vor dem Verfassungsgericht für nichtig erklärt worden. Das ist kein Grund für Trotz und keiner für Resignation. Im Gegenteil, es braucht nämlich jetzt erst recht neue Lösungen, anstatt in die Fehler der Vergangenheit zurückzufallen. Wir haben dafür eine Lösung und das ist der gemeinwohlorientierte Wohnungsmarkt nach Wiener Vorbild. Und an dem werden wir bauen und dafür werden wir auch Neubau vorantreiben. Aber wir sorgen dafür, dass die Richtigen bauen und deswegen schließen wir ein Bündnis mit den Gemeinwohlorientierten, weil die nämlich bereit sind, zum Selbstkostenpreis zu bauen oder nur eine faire Rendite zu haben, damit wir langfristig bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Und das werden wir tun. Die soziale Frage aber, liebe Freundinnen und Freunde, und damit komme ich zum Schluss, die wird nicht durch Neubau. Die soziale Frage wird im Bestand gelöst. Und deshalb erwarte ich von der nächsten Bundesregierung, dass sie endlich eine soziale Mietenpolitik betreibt und den Ländern ermöglicht, Mieten zu regulieren und auch zu deckeln. Dafür kämpfen wir, auch im Bund. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bewerbe mich um Platz 1 der Landesliste, um euch in den Wahlkampf zu führen und um diese Stadt in eine neue Zeit zu führen. Als grüne Bürgermeisterin im Roten Rathaus. Für alle Menschen. Für Berlin. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Dafür bitte ich um euer aller Vertrauen und um eure Stimme. Vielen Dank.